So, herzlich willkommen jetzt hier zum nächsten Pack-Opening hier auf dem Kanal. Und ja, ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen her und das ist jetzt erstmal ein Black Friday Pack-Opening am Montag. Ich weiß, heute kommt schon wieder das nächste Super Special von EA und zwar der Cyber Monday. Aber wie gesagt, ich habe erst am Montag die Packs hier geöffnet, also am Freitag, nein, aber ich habe am Freitag die Packs geöffnet und ihr seht gerade, wie so im Durchlauf waren halt die Special Packs. Am Ende ist ein 100k Pack, davor zwei 50k Packs. 35k Packs auch, hier 25k Packs, also alles war dabei. Waren auch teilweise sehr, sehr gute Spiele dabei. Ich glaube, ich verrate gar nicht. Also waren auch, ich glaube, das ein oder andere Pack habe ich auf jeden Fall rausgekriegt. Und das kann ich ja schon mal versprechen. Aber natürlich bei mir Pack Opening heißt ja niemals, oh yeah, Pack Reaction, wo ich das wahrscheinlich heute beim Cyber Monday, glaube ich, mal versuchen werde. Um 16 Uhr ist jetzt schon vorbei für euch, für mich in 6 Minuten, das ist jetzt gerade 5 vor 4, als ich das hier aufnehme. Ich glaube, um 16 Uhr sind noch so ein bisschen Scheiß-Packs. 19 Uhr wird es dann so ein bisschen interessanter. Hier Cavani, weil du so mit 86k, mit 86 Overrating, gar nicht mal so scheiße. Aber deswegen, also ich glaube, um 16 Uhr werde ich keine Packs öffnen. Und ich glaube, um 19 Uhr weiß ich nicht, was waren da nochmal für Packs. Ich glaube, da waren die 35k Packs. Ist das gut möglich? Ich glaube, das ist gut möglich. Um 22 Uhr sind dann die 50k Packs. Die werde ich auf jeden Fall so viel aufmachen, wie es geht. Und um 1 Uhr mal sehen, ob ich bis dahin wach bleibe. Ich hoffe, ich habe eigentlich mal 100k Packs, da kriege ich Bock drauf. Dann mache ich auch noch das ein oder andere 100k Pack auf. Aber heute bei dem Black Friday Pack Opening geht es mal wieder ein bisschen um Off-Thema. Und zwar einerseits erstmal muss ich mich bedanken für alle Leute, die den Spielerkarrieremodus gucken und vor allem auch feiern. Ey, ich bin von eurem Support echt super begeistert. Vor allem von der letzten Folge fand ich richtig gut. Kann natürlich auch was mit dem zu tun haben, dass ich gewechselt bin jetzt von Braunschweig zum SV Ried. Hashtag Spoiler-Alarm, Hashtag kommt zu spät. Aber nee, ihr habt auch gesagt, ich soll unbedingt mehr Spielerkarrieremodus machen und ich werde das jetzt auch mal so in die Tat umsetzen. Aber natürlich ist es noch nicht endgültig, denn ihr könnt immer mitentscheiden. Denn wenn ich den Spielerkarrieremodus ein bisschen in den Vordergrund schieben würde, könnte es unter Umständen sein, dass der Trainerkarrieremodus darunter entschieden leiden könnte. So, und jetzt wird natürlich der ein oder andere aufspringen, der den Trainerkarrieremodus feiert. Nein, das wollen wir nicht. Ja, das Problem liegt hierbei natürlich, ich merke es an euren Aufrufzahlen beispielsweise, soll ja nicht heißen, dass ich klickgeil bin oder so, aber man merkt natürlich, wie sehr eine Serie ankommt oder was ankommt und was nicht. Und muss ich sagen, Trainerkarrieremodus kommt in letzter Zeit wirklich bei den meisten zumindest nicht ganz so favorisiert an, sage ich mal. Und deswegen bin ich halt am überlegen, Trainerkarrieremodus ist von meiner Seite aus, ich glaube, am entschieden zeitaufwendigsten, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, wenn man es mal so sieht, man muss zwei Spiele spielen, das ist bei den meisten, bei den Player Reviews spiele ich mehr Spiele, aber man spielt erstmal diese zwei Spiele, dazwischen kommentiert man, das nimmt man auf, das schneidet man wiederum und dann muss man nochmal die Spiele davon kommentieren, also die Spiele, die kommentiere ich ja nicht so mit, sondern die werden im Nachhinein kommentiert und dann das ganze Rendern dazwischen, ist wirklich, glaube ich, die aufwendigste. Übrigens jetzt hier, der größte EA verarscht. Ich habe das Special Pack angeklickt und krieg einfach das Silber Set, einfach nur mal ein bisschen abzuschweifen. Aber hier einfach, ist es, what the fuck? Ich klicke das Special Set an und die geben mir einfach das Silber Set. Ja, natürlich, das ist super geil. Aber egal, ich schweife ab, wie gesagt. Wie gesagt, ach du Scheiße. Nee, aber wirklich, Trainerkarrieremodus ist am zeitaufwendigsten. Und deswegen will ich überlegen, ich meine, das kostet viel Zeit. Ich bin in letzter Zeit mit den Videos selber nicht ganz so zufrieden. Waren ab und zu asynchron, das liegt auch am Rendern. Weil Trainerkarrieremodus rendere ich meistens in Camtasia, weil es am einfachsten ist. Aber es ist halt wirklich auch am unzuverlässigsten, muss man sagen. Also zumindest finde ich das. Und deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr am überlegen, ob das denn noch überhaupt so eine Zukunft hat. Es dauert wirklich immer so lange, eine Folge aufzunehmen und Trainerkarrieremodus lebt halt davon, relativ viel zu kriegen, weil man will ja die Entwicklung von irgendwelchen Spielern mitkriegen. Deswegen bin ich am überlegen, ob der Trainerkarrieremodus nicht eventuell sein zeitliches segnen könnte. Ich meine, ihr habt noch einen super Trainerkarrieremodus bei Maxi, der kommt auch jeden zweiten Tag. Und ich meine, er hat keinen Spielerkarrieremodus. Ich meine, den habe ich dann. Das ist ja auch was Tolles, oder? Ist das was Tolles? Ich weiß es nicht. Deswegen könnt ihr mir jetzt einfach in die Kommentare schreiben, was ihr am ehesten sehen wollen würdet. Ob man sich da vielleicht auf irgendeinen Konsens einigen könnte, wäre zumindest sehr wünschenswert. Denn ja, dann wäre ich auch zufrieden und hätte nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das geht so und dann ist das vorbei. Und dann die Trainerkarrieremodus Trainerkarrieremodus mögen sitzen so und gucken, nee, ich wollte eigentlich Trainerkarrieremodus. Deswegen wäre da halt ein Kompromiss sehr schön. Und wenn wir den Trainerkarrieremodus eventuell nicht mehr auf meinem Kanal hatten, könnte es sein, dass dieser durch eine andere Serie ersetzt werden könnte. Und zwar könnte es sein, dass Trommelwirbel bitte, die
Waiter Road to Glory wieder zurückkommt. Oder auch das Handicap-Roulette habe ich ja schon am Anfang des Jahres angesprochen, dass es da so eine Art Abwandlung geben könnte. Deswegen seid ihr schon wieder jetzt wieder gefragt. Das ist mal wieder typisch bei mir. Ich frage euch immer und mache irgendwie selber wenig und ihr müsst immer entscheiden und so. Ich meine, es gibt Schlimmeres, als entscheiden zu müssen. Aber egal. Ihr seid gefragt, Wager Road to Glory oder Handicap Roulette. Wer beides nicht kennt, ist ja gut möglich. Wager Road to Glory erklärt sich von selbst, wenn man ein Video von Wager Road to Glory sucht. Einfach mal das erste Video am besten angucken von der Wager Road to Glory. Da wird das super erklärt, denn ich habe gerade, ehrlich gesagt, keine Lust, das nochmal zu erklären, wenn ich ganz ehrlich bin. Und wer Handicap Roulette nicht kennt, ja gut, das kann ich verstehen. Da gibt es aber auch ein Video auf meinem Kanal, er hat was mit vom Pack Opening zu tun, aber ich erkläre es nochmal ganz schnell, zumindest versuche ich es. Es gibt immer einen 50k-Pot oder so zu gewinnen. Den könnt ihr euch erleichtern zu gewinnen, indem ihr beispielsweise Coins bezahlt und somit ein Roulette freischaltet. Und dieses Roulette beinhaltet ein zufälliges Handicap und ja, das war noch nicht ganz ausgetüftelt. Da gibt es auf jeden Fall, wie gesagt, ein Video auf meinem Kanal. Das ist natürlich auch ein Pack Opening, das heißt irgendwie neue Serie oder so, Pack Opening 1 oder 2 oder 3, neue Serie, irgendwas davon. Also wenn ihr da genaueres wissen wollt, guckt da einfach mal in das Video. By the way, jetzt Thema Modric, 87er Rating läuft auf jeden Fall bei mir oder auch bei demjenigen, der bei mir meistens die Packs zieht. Grüße an dich an dieser Stelle, ihr wisst nicht, wer es ist, aber der ein oder andere könnte es wissen. Also nicht der ein oder andere, sondern eher Maxi oder Ron, wenn ihr das Video guckt. Aber wer weiß das schon. Egal, jedenfalls, das war's eigentlich zu den Serien. Ihr müsst jetzt in den Kommentaren entscheiden, falls ihr überhaupt wisst, welche Serien das jetzt sind. Wager, Road to Glory oder Handicap Roulette, denn EA meint ja einfach, überhaupt keine Leute bannen zu müssen. Es gibt Wager-Matches weiterhin, es gibt alles weiterhin. Falls man sich jetzt fragt, wie man das dann machen soll bei Wager-Matches, man kann jetzt keine Tauschangebote mehr machen. Ja, ihr müsst dann leider damit einverstanden sein, dass ich vor dem Spiel, vor dem Wager-Match dann von euch die, die entschiedenen Coins schon im Voraus haben möchte. Wenn ich dann verliere, klar, kriegt ihr die Coins plus euren Gewinn dazu, das ist gar kein Thema. Aber wenn ich da abgezogen werde, ist es halt ziemlich scheiße. Und ich meine, wenn ich euch abziehe, könntet ihr das unter meinen Videos flamen und dann gibt es den Shitstorm for life von mir und dann ist meine YouTube-Karriere vorbei. Kann ich euch versprechen, möchte ich jetzt nicht. Deswegen, es soll jetzt kein Hate gegen euch persönlich sein, dass ich euch nicht vertraue, aber ich weiß, dass es den einen oder anderen kleinen Mistsack auf dieser Erde gibt, der einen nerven will und einen abfacken möchte. Deswegen müsste man das leider so umsetzen. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, könnt ihr auch gerne Handicap-Projekt machen, habe ich kein Problem mit. Ihr müsst einfach nur in den Kommentaren entscheiden, welche Serie euch am ehesten anspricht. Ich meine, Handicap Roulette und Wager Road to Glory bindet euch bei, also euch alle eigentlich, euch beide. Ich glaube, ich habe inzwischen mehr als zwei Leute, die das Video gucken. Alaba übrigens hier auch ein ziemlich cooler Spieler. Wie gesagt, deswegen, ich hätte auch Bock wieder, wie gesagt, eine Serie zu machen, die euch einbindet. Denn das finde ich bei YouTube eigentlich am besten, wenn man so mit seinem Abonnenten was machen kann. Und dann Wager Matches haben beide Spaß. Zumindest wenn ich gewinne, gewinne ich. Und wenn ihr gewinnt, könnt ihr auch was gewinnen. Sind irgendwie im Endeffekt alle meistens zufrieden. Aber das war es dann schon von diesem Video. Hier haben wir nochmal James Rodriguez gezogen. Also zum Ende hin nochmal mit James Rodriguez auf jeden Fall noch einen ganz guten Spieler, würde ich sagen. Jetzt kommt hier nochmal das 100k-Pack. Schreibt immer in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ob ihr überhaupt noch eine Trainerkarriere sehen wollt. Und wenn ihr nicht Trainerkarriere sehen wollt, Wager Road to Glory oder Handicap Roulette. Jetzt kommt das 100k-Pack. Wir leiten es ein. Oh mein Gott, 100k-Pack. Oh mein Gott, 100k-Pack. Oh mein Gott, es wird mystisch. Es wird mega. Es wird sensationell. Es wird.